Ja, es ist nicht zu glauben, aber ich fahre tatsächlich heute von Gedern nach Schotten und von Schotten dann anschließend nach Laubach, um euch die bekannte Motorradstrecke zu zeigen. Ich benutze heute meine Kamera hinter der Frontscheibe, um mir etwas mehr Schutz vor dem Regen zu geben, der leider immer wieder so ganz leicht vom Himmel fällt. Das kann man auch unschwer an den runden Punkten in der Aufnahme sehen. Das sind lauter Regentropfen. Ich bin doch erfreut über die hohe Fahrstabilität, die diese neue 350i hat. Und man merkt das im Vergleich zur älteren SH300 ganz deutlich. Auch das Mehr an Leistung und Drehmoment merkt man ganz deutlich, wenn man am Gasgriff dreht. Wer diese Strecke von Gedern nach Schotten nicht kennt, den soll dieser Film doch inspirieren. Ich muss mich beim Fahren mit dieser SH350 immer zurücknehmen, denn ein Motorrad ist es nicht. Aber schnell genug auf der Landstraße allemal, um mit Motorrädern mithalten zu können. Ich habe ja, dem Himmel sei Dank, kürzlichst eine Scheibe bekommen für meine SH350. Ich bin froh, denn der Winddruck bei 100 und darüber ist doch enorm.
Was ich auch feststellen konnte, hier im Vogelsberg gibt es wohl offensichtlich noch genug Mücken. Denn meine Scheibe war ganz schön verschmutzt, nachdem ich diese Tour gemacht hatte. Hier biege ich gleich rechts ab, um einen Großteil von Schotten zu umgehen. Hier biege ich wieder rechts ab auf die B455 in Richtung Laubach. Wer hier rechts abbiegt, der kommt auf die alte Rennstrecke von Schotten und auch der direkte Weg zum Vogelsberg.
Wenn man hier rechts abbiegt, kommt man auf die Rundstrecke zum Vogelsberg. Hier habe ich mal kurz angehalten, um den Schmutz von der Scheibe zu nehmen. Es geht weiter in Richtung Laubach. Auf dieser Strecke kann man schon ordentlich am Gasgriff drehen. Aber Vorsicht, ab und an stehen auch die Blitzer. Diese Rüttelstreifen haben wir den Motorradrasern zu verdanken, die hier in dieser Applauskurve immer wieder verunfallt sind. Hier rechts war früher ein beliebter Motorradtreff.
Nicht zu vergessen, der größte Teil dieser Strecke ist auf 80 Stundenkilometer begrenzt. Nicht zu glauben, hier steht tatsächlich ein mobiler Blitzer. Ich frage mich allerdings, wen die blitzen wollen, bei dem geringen Verkehr, den wir hier haben am Wochentag. Ich möchte nochmal betonen, ein Motorrad vermisse ich bei der Fahrt mit dieser SH350E nicht. Das Ding geht richtig gut ab und liegt auch sauber auf der Straße. Und hier zum Schluss noch ein paar zackige Kurven. Ich hoffe, der Film über die bei uns der Wetterau bekannte Raserstrecke hat euch Spaß gemacht. Verabschiede mich von euch, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.